Ein herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute mache ich mal wieder Häuser bewerten. Und ja, auf jeden Fall fehlt mir gerade gar kein Egg. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei den Anfragen wieder. Okay Leute, ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, auf jeden Fall wollte ich mich bedanken für 25.472 Anfragen. Das ist wirklich so, so krass. Wirklich Dankeschön. Und ja, ich nehme einfach mal Roblox Amy 12010 an. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute, ich bin jetzt beigetreten. Und ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt zu ihr teleportieren. Hier ist sie. Und ich sage jetzt mal Hi. Soll ich dein Haus bewerten? Oh mein Gott, Hi. So, ich habe sie jetzt gefragt, ob ich ihr Haus bewerten soll. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Okay, sie hat jetzt, oh mein Gott, ja gesagt. Und ich sag jetzt mal, okay, ich heule. Oh. Okay, den Boden hat sie auf jeden Fall schwarz und die Wände hat sie so weiß. Dann hat sie da auf jeden Fall so eine Leiter. Und da kann man gleich hochgehen. Das machen wir aber zum Schluss. Hier ist der Boden auf jeden Fall in dem gemütlichen Grauen und die Wände sind weiß. Da ist der Boden auf jeden Fall so dunkelblau und da innen drin ist so schwarz. Und die Wände sind auch weiß. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir hier hoch. So. Okay, also sie baut hier auch noch. Also hier hat sie auf jeden Fall ganz, ganz viele so welche Sperren. Und hier hat sie den Boden auf jeden Fall weiß und die Wände sind auch weiß. Und ich trade sie jetzt mal an. Also sie hat bisher noch nicht so viel gebaut. Deswegen werde ich ihr das Cracked Egg geben. So. Und akzeptieren. Sie hat auch akzeptiert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute. Ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, auf jeden Fall nehme ich einfach mal Donald Hund Mia an. Und ja, ich werde ihr jetzt beitreten. Okay, Leute. Ich bin ihr jetzt beigetreten. Und ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt zu ihr teleportieren. So. Ich sage jetzt mal Hi. Sie hat jetzt Hi geschrieben. Soll ich dein Haus bewerten? Und jetzt hat sie auf jeden Fall mein Gott geschrieben. So. Und sie hat jetzt gesagt, ich weine. Sie hat jetzt gesagt, ja bitte. Und jetzt sage ich mal okay. Also der Boden hier ist auf jeden Fall in diesem gemütlichen Grauen. Und die Wände sind weiß. So. Dann hat sie da auf jeden Fall so Essen und Trinken für die Pets. Und hier hat sie auf jeden Fall einen weißen Teppich. Da hat sie einen Tisch mit so einem Buch drauf. Und drei Kerzen. Und sie hat jetzt gesagt, du bist die Beste. Ich sag jetzt mal danke. Dann ist da auf jeden Fall noch so ein kleines Sofa. Hier haben wir ein paar Regale, die grau sind. Da sind ein paar Bücher drauf. Und da ist auch nochmal ein gelbes Buch. Dann haben wir da auf jeden Fall eine Blume, ein paar Kerzen. Hier ist ein Hello-Schild. Da ist auf jeden Fall so ein Körbchen für die Pets. Und da haben wir auf jeden Fall so ein Fenster. So. Jetzt gehe ich auf jeden Fall direkt mal hier entlang. So. Hier ist der Boden auf jeden Fall in den gemütlichen Grauen. Und die Wände sind weiß. Da haben wir auf jeden Fall ein Fenster, zwei Bäume. Hier haben wir einen Fernseher. Da haben wir einen Tisch mit einer Blume. Und da ist auf jeden Fall noch eine Kerze. Da haben wir auf jeden Fall eine Couch. Hier ist ein grauer Teppich. Und hier haben wir auf jeden Fall ein Regal, wo ganz viele Bücher drauf sind. Da ist auf jeden Fall eine Blume. Und hier haben wir ein Hello-Schild. Dann haben wir hier auf jeden Fall so einen Baum. Da ist auf jeden Fall ein Fenster. Hier haben wir auf jeden Fall ganz, ganz viele Schränke und dort auch. Da haben wir auf jeden Fall eine Tasse. Hier haben wir eine Mikrowelle, Ketchup und Mayo. Da haben wir auf jeden Fall so einen Ofen. Hier sind ein paar Flaschen. Und da haben wir auf jeden Fall auch noch so ein Regal mit Tellern, Schüsseln. Und da auf jeden Fall noch ein Glas. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch so einen Kühlschrank. So, jetzt gehe ich mal hier die Treppe hoch. Hier ist der Boden auch in dem gemütlichen Grau. Die Wände sind weiß. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Hochbett. Und hier haben wir auf jeden Fall so einen Tisch und da auch. Und da ist auf jeden Fall ein Buch. Hier haben wir ein Fenster und da ist auf jeden Fall auch noch so eine Lampe. Hier haben wir auf jeden Fall so einen Sitzplatz. So, dann haben wir da auf jeden Fall einen Sessel. Und da ist auf jeden Fall so ein Sofa. Hier haben wir auf jeden Fall so einen Tisch. Und da haben wir wieder ein Regal mit Büchern und Blumen drauf. Ein Hello-Schild, wieder ein Regal mit Büchern. Da ist auf jeden Fall ein Fenster. Und hier haben wir wieder ein Bett. Also echt mega, mega schön. Ich finde das Haus so, so schön jetzt schon. Und jetzt gehen wir mal hier die Treppe hoch. Ah, ich sehe hier, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Jackenständer. So. Hier haben wir den Boden auf jeden Fall in den gemütlichen Grauen. Und die Wände sind weiß. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Babybettchen. Und da ist auf jeden Fall ein Fenster. Da sind auf jeden Fall ein paar Teddys. Und da haben wir auf jeden Fall so einen pinken Teppich. So. Hier haben wir auf jeden Fall den Boden in dem gemütlichen Grauen. Und die Wände sind weiß. Hier haben wir auf jeden Fall eine Badewanne. Da ist so ein Teppich in weiß. Und hier haben wir ganz, ganz viele Schränke. Die sind auf jeden Fall auch mega schön. Hier haben wir eine Badewanne. Da haben wir auf jeden Fall ein Waschbecken. Hier haben wir auf jeden Fall einen Spiegel. Ein paar Regale, wo Blumen drauf sind. Da ist ein Buch in gelb. Und da haben wir auf jeden Fall ein paar Kerzen.
Hier haben wir auf jeden Fall eine Toilette und da haben wir auf jeden Fall Handtücher. Also ich finde das Haus echt so, so schön. Es ist einfach so toll. Ich werde sie jetzt mal antraden. Ich gebe ihr auf jeden Fall das königliche Ei, weil ihr Haus ist einfach so, so schön. Ich weiß nicht, ich finde das einfach so, so toll. Also ich liebe dieses Haus. Es ist genau mein Style. Auch alles so schön grau mit Büchern, Regalen. Einfach alles so, so schön. Und ich gebe ihr auf jeden Fall, wie gesagt, das königliche Ei. So, akzeptieren. Sie hat auch akzeptiert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, auf jeden Fall nehme ich einfach mal JHDCOZGYSKZ. Und ja, ich werde ihr jetzt beitreten. Okay, Leute, ich bin ihr jetzt beigetreten. Und ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt zu ihr teleportieren. So, und ich sage jetzt mal, hi, soll ich dein Haus bewerten? Oh mein Gott, ja. Okay, geh zu deinem Haus. Und ja, ich werde jetzt hinterher rennen. Also den Boden hat sie auf jeden Fall so Holz und die Wände sind auf jeden Fall so welche Ziegelsteine in Weiß. Dann haben wir da auf jeden Fall ganz viele Sofas in Pink und da haben wir auf jeden Fall so eine Schrift in Pink, wo Rose Army steht. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Fenster und sie sagt, oh mein Gott, ich liebe deine Videos. Danke. Hier haben wir auf jeden Fall ein schwarzes Sofa und da haben wir auf jeden Fall so eine Tür und da steht Hello, also da haben wir ein Hello-Schild. Jetzt gehen wir mal hier lang und hier ist der Boden auf jeden Fall weiß und da ist auf jeden Fall schwarz. Die Wände haben wir auf jeden Fall auch wieder so Ziegelsteine in weiß. Hier haben wir auf jeden Fall eine Couch und da ist auch eine Couch und da haben wir auf jeden Fall so einen Kamin. Und hier haben wir ein paar Säulen in braun. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Hier ist der Boden auch so in diesem Holz und die Wände sind auf jeden Fall auch so Ziegelstein und auf jeden Fall weiß. Da haben wir auf jeden Fall zwei Fenster und jetzt gehe ich mal hier lang. Hier ist der Boden und die Wände wieder gleich und da haben wir auf jeden Fall einen Teppich, der weiß ist. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Fenster und jetzt gehe ich mal hier hoch. Da haben wir eine Pflanze, hier steht Welcome in schwarz. Hier haben wir ein Bett und da haben wir auf jeden Fall so unten noch so einen Sessel, da ist ein Laptop. Da haben wir ein Aquarium, mega, mega schön. So, hier haben wir auf jeden Fall einen Spiegel und jetzt gehe ich mal hier hoch. Da ist auf jeden Fall ein Bett und da haben wir ein Regal mit so einem Pinguin. Da ist auf jeden Fall noch so ein Buch. Und hier haben wir auf jeden Fall so eine Pflanze. Mega, mega schön. So. Und jetzt gehen wir mal dort hinten lang. So, der Boden und die Wände sind wieder gleich. Da haben wir auf jeden Fall ein Fenster. Hier haben wir auch zwei Fenster. Da haben wir auf jeden Fall dieses Ding, damit man Leuten recht machen kann. Da sind 10.000 Bucks drauf. Wow. Okay. Jetzt gehe ich mal hier lang. Und da ist der Boden auf jeden Fall schwarz-weiß kariert. Und die Wände sind weiß mit so welchen schwarzen Kringeln. Dann haben wir da auf jeden Fall auch ein paar Fenster. Und jetzt gehe ich mal hier lang. Da ist auch ein Fenster. Hier haben wir auch ein paar Fenster. Und der Boden und die Wände sind wieder gleich. So. Hier ist der Boden auf jeden Fall weiß mit so welchen Blasen. Und die Wände sind wieder Ziegelsteinen weiß. Da haben wir auf jeden Fall ein Regal und hier haben wir auf jeden Fall so ein Teil, womit man so duschen kann. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Badewanne und da haben wir auf jeden Fall einen Schrank. Mega, mega cool. Okay, hier ist der Boden auch so Holz und die Wände sind weiß mit so diesen schwarzen Kringeln. Da haben wir auf jeden Fall so ein Sofa. Hier haben wir auf jeden Fall so etwas für die Pets oder für die Babys. So, hier haben wir Essen und Trinken für die Pets. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Fass. Und da haben wir auf jeden Fall so ein paar Schränke. Hier ist auch nochmal ein Schrank, da auch. Hier haben wir auf jeden Fall eine Lampe. Und da haben wir so welche Sitzplätze. Und hier ist ein richtiges königliches Bett. Also das ist echt mega cool. Und ich würde sagen, ich trade sie jetzt auch direkt einmal an. So. Und ich würde sagen, ich gebe ihr mal das Fossil-Egg. So. Akzeptieren. Sie hat auch akzeptiert. Und ja, ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich diese Ride Potion hier. Was findest du es einfach, Hashtag Ride Potion in die Kommentare zu schreiben? Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr die. Kommen wir nun zum Gewinnspiel vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe hier jetzt Hashtag Yeti hingeschrieben. Und ja, mal gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist Daydreamers Generation. Und ja, ich suche sie jetzt mal. Okay, Leute, hier ist sie. Und ja, ich schreibe ihr jetzt mal. Du hast den Yeti gewonnen. Wie ist dein Username? Fragezeichen. Okay, Leute, ich habe ihr das jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.